Kapitäne, Seefahrer und Kaufleute brachten von ihren Reisen die verschiedensten Schätze nach Hamburg. Viele davon sind kostbare, exotische Naturschätze, die in Hamburg seit Jahrhunderten gesammelt und ausgestellt werden. Die Natur und Hamburg, das ist eine lange Geschichte. Sie beginnt damit, dass Kapitäne, Schiffsbesatzungen aus aller Herren Länder Stücke der Natur mitgebracht haben und diesem Museum, was es ja gegeben hat in Hamburg, überreicht haben. Also die Mona Lisa der Hamburger Naturkunde, unser wirklich einmaliges und besonderes Stück, ist dieser Narwalschädel, der nachweislich von einem Weibchen stammt. Das Tier ist 1684 in Grönland, zwischen Grönland und Spitzbergen, damals erbeutet worden. Und die Besonderheit ist, dass Narwale nur beim Männchen einen Stoßzahn haben. Und hier ist es nachweislich nun ein Weibchen und eines der wirklich ganz, ganz raren Stücke. Insgesamt umfasst diese Schatzkammer mehr als 10 Millionen Tierobjekte sowie zigtausende Mineralien und Fossilien. Die Sammlungen sind seit 2014 unter dem Dach des Zentrums für Naturkunde, kurz CENAK, zusammengefasst. Jedes Objekt erzählt seine eigene Geschichte. Diese Geschichten und Schätze gilt es zu bewahren und der Öffentlichkeit zu vermitteln. Aus diesem Grund betreibt die Universität ein echtes Jahrhundertprojekt, den Wiederaufbau eines Naturkundemuseums in der Hansestadt. Bis zur Zerstörung im Juli 1943 besaß Hamburg ein eigenes Naturkundemuseum. Dieses naturhistorische Museum war genau ein Jahrhundert zuvor, im Mai 1843, von Hamburger Bürgern gegründet worden. Das Museum lag in unmittelbarer Nähe des Hauptbahnhofs. Bis dahin hatte Hamburg nach Berlin das zweitgrößte Museum dieser Art in Deutschland. Allerdings hatte Hamburg zeitweilig mehr Besucher. Heute sind die Objekte im Besitz der Universität Hamburg. Diese Objekte sind von hohem wissenschaftlichem und historischem Wert. Unter dem Dach des CENAK, dem Zentrum für Naturkunde, sind drei Forschungsinstitute zusammengefasst. Das Zoologische, das Mineralogische und das Geologisch-Paläontologische Institut. Diese drei wissenschaftlichen Sammlungen haben drei Ausstellungen, in denen die Besucher Tierpräparate, Mineralien und Fossilien bestaunen können. Ein wichtiger Bestandteil des CENAK sind die Sammlungen, die das Zentrum für Naturkunde zu einem Referenzzentrum für die globale Evolutions- und Biodiversitätsforschung machen. Ja, wir sind hier gerade in einer sehr großen Sammlung. Und zwar ist das die größte Fischsammlung Deutschlands. Mehr als 260.000 Individuen Fische. Und das ist natürlich schon eine ganze Menge. Die historischen Objekte gehen zurück bis in das 19. Jahrhundert. Die ältesten Objekte stammen aus dem Jahr 1843 und ständig kommt neues Material in die Sammlung hinein und sie wird immer größer, nicht nur durch irgendein Material, sondern es gibt auch eine ganze Reihe von Material von neuen Arten, von Arten, die neu beschrieben werden. Man wird oft gefragt, ob so eine Sammlung jemals komplett ist. Und natürlich ist sie nicht komplett. Und die komplett zu machen, ist auch gar nicht unser Ziel, sondern wir haben spezifische Forschungsfragen, die wir versuchen, mit dieser Sammlung zu beantworten. Das heißt, ein Stück wird hier nicht nur eingelagert, um für die späteren Generationen vorhanden zu sein, sondern ein Stück wird hier eingelagert, um hoffentlich bei einer Forschungsfrage dann auch genutzt zu werden. Das Leben auf unserem Planeten ist bunt und artenreich. Fachleute nennen diese biologische Vielfalt Biodiversität. Biodiversität bezeichnet die Gesamtheit aller auf der Erde nachweisbaren Organismen, aller Ökosysteme und aller darin wirkenden biologischen Prozesse. Um die Biodiversität in ihrer Ganzheit zu verstehen und zu erforschen, ist es wichtig, die richtigen Fragen zu stellen. Das Team um Professor Kaiser zum Beispiel versucht herauszufinden, wie und was unsere Vorfahren gekaut haben. Daraus lassen sich Rückschlüsse auf unsere Evolution ziehen. Wir haben hier eine bunte Mischung von Modellen, von Urmenschenfossilien, von Hominidenfossilien. Ja, solche Modelle setzen uns in die Lage, Dinge zusammenzubringen oder zu vergleichen. Und das ist natürlich im Fossilbericht nicht einfach, weil man da eben oft nur Bruchstücke hat.
wir editieren hier virtuelle Modelle von Hominiden. Und diese virtuellen Modelle können wir dann einsetzen, um zum Beispiel die Muskeln zu rekonstruieren. Und das ist die Voraussetzung dafür, dass wir dann diese ausgestorbenen Organismen praktisch wieder zum Leben erwecken können, indem wir sie virtuell kauen lassen. Die Artenvielfalt nimmt weltweit ab. Je mehr Erkenntnisse wir über die Natur sammeln, desto besser verstehen wir sie. Auch die Natur vor unserer Haustür. Die Insektensammlung des CENAC beinhaltet zum Beispiel mehr als 3 Millionen Insekten aus aller Welt. Davon auch jede Menge Objekte aus dem norddeutschen Raum. Die Sammlung in Hamburg hat einen sehr starken regionalen Bezug. Wir haben hier Insekten von über 50 Jahren, über 100 Jahren, die in Hamburg bereits damals von Wissenschaftlern und auch Laien gesammelt wurden und hier aufbewahrt sind. Und durch diese Sammlung können wir die Tiere heute noch bestimmen und zuordnen. An diesen Bienen hängen ja zum Beispiel auch Pollen, die uns wiederum sagen, welche Pflanzen damals hier in Hamburg zu finden waren. Und wir können auch feststellen, dass sich einiges natürlich auch geändert hat, dass Arten, die vor 50 Jahren noch häufig waren, heutzutage selten geworden sind. Neben der Forschung ist es natürlich auch wichtig, das erlangte Wissen zu vermitteln, an Jung und Alt. Dazu bietet das CENAC eine Vielzahl an Programmen und Veranstaltungen. Die Sammlungen des CENAC sind also nicht nur Forschungs- und Lehrobjekte, sondern machen in Ausstellungen für den Besucher Natur sinnlich begreifbar. Unser Problem ist, dass wir diese Sammlung der Universität Hamburg im Augenblick nicht adäquat untergebracht haben. Das Gebäude ist architektonisch zu alt, um es noch den modernen Gegebenheiten anpassen zu können. Das heißt, hier sucht die Universität einen Neubau. Und die Idee ist, dass wir also auch gleichzeitig mit dem Neubau einer Forschungsinfrastruktur auch eine neue Ausstellung kreieren, weil wir etwas von der Naturkunde, dem, was wir erforschen über die Lebensvielfalt, den Hamburger Besuchern und den Hamburgern selber zeigen wollen. Und hier ist die Idee, dass wir mit einem neu gegründeten Naturkundemuseum, das wir Evolutionäum nennen wollen, also einen neuen Platz schaffen, ein neues Schaufenster der Wissenschaft. Ich glaube, dass auch aufgrund der vielen Objekte, die die Universität hat, es sehr vernünftig ist, ein Evolutionäum zu machen, um zu zeigen, wie ist im Grunde genommen von den ersten Meteoriten, wenn man so will, die auf diesen Planeten gefallen sind, bis hin in unsere Kultur. Insofern gehört zu der Natur dann die Kultur auch dazu, das ist ja eine künstliche Trennung, ist dieser ganze Weg zu zeigen. Und das wäre etwas, was es noch nicht gibt in dieser Form. Wir haben natürlich ein ganz wichtiges Thema. Wir wollen die Rolle des Menschen in der Natur beleuchten. Das wird in keinem anderen Museum bisher gezeigt. Und das wollen wir hier in Hamburg den Besuchern darstellen. 10 Millionen Objekte befinden sich in der Universität, verteilt in kleinen Sammlungen. Sie wieder zusammenzuführen in einer Zeit, wo die Zukunft der Natur und nicht nur ihre Vergangenheit, sondern eben beides eine große Rolle spielt, ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit und da wollen wir hin. Ein Evolutionäum als Naturkundemuseum des 21. Jahrhunderts soll eine Lücke in der Museumslandschaft Hamburg schließen. Die bedeutende Tradition in der naturkundlichen Forschung und Wissensvermittlung könnte so fortgeschrieben werden. Für die Forschung, für den Standort und für Sie. Yeah, I told y'all it don't stop. For real. Yeah. Yeah.